Der Marianengraben befindet sich im Pazifischen Ozean und markiert mit 11.000 Metern Tiefe die tiefste Stelle des Planeten. Wenn man dort ist, ist man wirklich ganz unten. Jasmin Schreiber hat ihren Debütroman so genannt, um die Lebenssituation ihrer Protagonistin Paula zu beschreiben. Paula befindet sich in einer handfesten Depression, nachdem ihr kleiner Bruder bei einem Badeunfall ertrunken ist. Paula gibt sich die Schuld daran und hat große Schwierigkeiten, wieder in den Alltag zurückzufinden. Sie schafft es nicht einmal, das Grab ihres Bruders zu besuchen. Erst durch gutes Zureden eines Therapeuten macht sie sich dann nachts auf den Weg, dann, wenn niemand sie sieht. Und als sie am Grab ihres Bruders eintrifft, stellt sie dann mitten in der Nacht fest, dass gerade am Nachbargrab ein älterer Herr mit einer Schaufel eine Urne ausgräbt. Es kommt zu Verwicklung. Friedhofswärter werden auf die beiden aufmerksam und so müssen die beiden mit der Urne unterm Arm fliehen und versuchen es über die Friedhofsmauer, wobei die Urne aufplatzt und sich der Inhalt komplett über Paulas gesamte Kleider verteilt. Der ältere Herr ist Helmut, ein knorriger alter Mann, wortkarg, verbittert, ebenfalls in Trauer. Und durch diese skurrile Szene zu Beginn des Buches lernen sich Helmut und Paula kennen. Was hatte Helmut vor? Er wollte mit der Urne seiner verstorbenen Frau nach Italien fahren, denn er hatte es ihr zu Lebzeiten noch versprochen und niemals eingehalten. Weil jetzt natürlich die beiden feststellen, dass sie in gemeinsamer Trauer doch einiges gemeinsam haben, entscheidet sich Helmut, Paula mitzunehmen. Das Buch nimmt an dieser Stelle das Format eines Roadmovies auf, denn im Wohnmobil geht es Richtung Süden, sehr langsam. Denn alle 20 Kilometer muss Helmut raus für eine Pinkelpause. Und diese Fahrt beschreibt gleichzeitig den Weg zurück ins Leben für Paula. Selten hat es ein Buch gegeben, in dem Tod und Trauer und der Umgang damit auf so eine verblüffend herzerwärmende und positive Weise mit so viel Humor beschrieben wurde. Marianengraben von Jasmin Schreiber ist ein Buch aus diesem Frühjahr, das unbedingt lesenswert ist. Was ich Ihnen hiermit wärmstens ans Herz lege.